als nächstes zu Wort gemeldet. Nächste Rednerin ist Ruth Becher von der SPÖ. Ja, Frau Präsidentin, Frau Staatssekretärin, Frau Präsidentin des Rechnungshofes, meine sehr geehrten Damen und Herren. Auch ich möchte mich ganz kurz mit der Follow-up-Prüfung des Bundeskriminalamtes beschäftigen. Meine Vorrednerinnen haben ja schon einiges dazu gesagt, vor allem zu den Umsetzungen der Empfehlungen und zu den Hauptaufgaben, zur Erfüllung der Kernaufgaben. Aber ich möchte ganz kurz einen Punkt herausnehmen, den wir auch im Ausschuss besprochen haben, nämlich die Bedeutung der Frauen im Bundeskriminalamt bzw. die Bedeutungslosigkeit, die dort im Exekutivdienst ist. Das Ziel ist ja, den Frauenförderungsplan zu erhöhen, nämlich um 0,5% bis 2018. Also ich glaube, man kann sagen, das ist ein nicht wirklich sehr ambitioniertes Ziel. Im Ausschuss wurde die Gleichberechtigung der Frauen auch besprochen, die Möglichkeit der Postenbesetzungen und die Auskunft. Und der Herr Innenminister war ja leider nicht anwesend und die Frau Staatssekretärin, die Beantwortung, die ich bekommen habe, war kein Ruhmesblatt für die Regierung. Meine Frage hat nämlich gelautet, welche kurz-, mittel- und langfristigen Maßnahmen angedacht sind, um den Frauenanteil bei den Posten zu erhöhen. Und die Antwort, die ich bekommen habe, war, dass es eigentlich an der Situation, an der Nichtvereinbarkeit von Familie und Beruf, an unwilligen Großeltern, an der Kindergartensituation, an den Mann, der die Frau nicht unterstützt, zu Hause scheitert, aber nicht am Postenbesetzungsplan. Und ich denke, jeder kann sich selbst eine Meinung dazu bilden, was von dieser Regierungslinie zu halten ist. Und ich möchte nur ein paar Zahlen zu sagen, um das auch zu unterstützen. Es waren 2015 auf der Führungsebene der Exekutive im Bundeskriminalamt zwei Frauen. 2016 waren es noch immer zwei Frauen. Und 2017, obwohl der Rechnungshof das bemängelt hat, trotz aller Beteuerung, waren es unverändert wieder zwei Frauen nur. Und das durchgängig, das sind 7% der Führungskräfte. Dass Frauen in diesem zentralen Sicherheitsapparat nicht angemessen vertreten sind und ohne Aussicht auf eine Verbesserung, das ist eine Schande für Österreich. Vielen Dank. Frauen seien im zentralen Sicherheitsapparat nicht ausreichend vertreten, so Ruth Becher von der SPÖ.